Torwart-Titan Gianluigi Buffon, er, kämpft in London heute nicht nur ums Weiterkommen, sondern auch für seinen verstorbenen Kumpel Davide Astori, L. Dieses Spiel wird für ihn definitiv keines wie jedes andere. Torwartlegende Gianluigi Buffon, 40, kämpft im Londoner Wembley Stadion heute nicht nur um seinen Königsklassentraum, sondern auch für seinen verstorbenen Freund Davide Astori, 31. Mehrfacher italienischer Meister, Pokal- und Supercup-Sieger, ÖFA-Cup-Gewinner. Buffon hat auf Vereinsebene alle Titel abgeräumt, die es abzuräumen gab. Außer der Champions League. Ärgerlich, im Hinspiel lagen Gianluigi Buffon und seine Turiner früh mit 2:0 vorne, spielten am Ende aber nur 2:2 Foto, Massimo Pinca Reuters. Dreimal stand Gigi in der Königsklasse im Finale, 2003, 2015 und 2017, dreimal ging er als Verlierer vom Platz. Heute, ab 20.45 Uhr bei Sky und im Live-Ticker von Bild, muss er mit Juventus im Achtelfinalrückspiel bei den Tottenham Hotspur ran. Im Hinspiel warfen die Turiner eine 2:0 Führung weg, spielten letztlich nur 2:2. Platzt Buffons Champions League Traum heute womöglich endgültig? Hintergrund: Sein Vertrag bei Juve gilt nur noch bis Sommer. Noch ist unklar, ob es danach für ihn weitergeht. Diese Saison könnte also seine letzte Chance sein, um sein Finaltrauma noch zu besiegen. Punkt auf der gestrigen PK sagte Buffon: Ob das mein letztes Champions League-Spiel sein könnte? Darüber habe ich mir keine Gedanken gemacht. Ich bin von Natur aus Optimist. Ich hoffe, dass dies nicht das letzte Jahr für mich und Juventus ist, sondern wir noch viele weitere haben. Und weiter: Die Momente, in denen wir mit dem Rücken zur Wand stehen, sind die, in denen wir besonders abliefern. Heute wäre wieder so einer. Besonders für Buffon. Schließlich steht das Spiel für ihn noch unter einem anderen Stern. Für die Torwartlegende ist es das erste Spiel nach dem plötzlichen Tod seines Kumpels, dem Florenz-Kapitän Davide Astori. 31. Astori war nach einem Herzstillstand in der Nacht zum Sonntag leblos in seinem Hotelzimmer gefunden worden. Buffon selbst hatte danach mit einem rührenden Internetbrief von seinem Kumpel und Nationalelf-Kollegen Abschied genommen. Punkt wirft der Astori-Schock Italiens Torwart-Titan nun womöglich an dem wichtigen Ziel heute aus der Bahn? Auszuschließen ist es nicht. Zuletzt war Astoris Ex-Teamkollege Marco Bakic, 24, der aktuell an Portugal-Club Belenenses ausgeliehen ist, im Rahmen des Ligaspiels gegen Guimarães, 0:0, in Tränen ausgebrochen. Selten brauchte Gigant Gigi also in seiner langen Karriere wohl so starke Nerven wie heute.